Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, ja, wir schauen jetzt mal hier direkt rein in den Items Shop von heute, beziehungsweise hier erstmal in Mamas Altmusikale Schatulle, da haben wir den Mythic Stan am Start. Jo. Dann geht es weiter. Hier haben wir die VIP-Tierbox wieder unten in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr, wenn es euch interessiert, mal anklicken und dann wird alles genauer erklärt. VIP Cruise, Daughtry, Chateau, Linda Welcher, Steve Smith, Zack Sandmanson, $300 Haircut, $300 Haircut. Mega, 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 mega geil. Definitiv der Oberknüller. Country Club Steve. Und dann diese ganzen Dinger da. Dann haben wir hier hinten noch die Kombos. Wird alles genauer erklärt, wenn ihr auf das Video in der Beschreibung unten klickt. Dann haben wir hier den Mythic Roger, das Mythic Roger Pack mit Eggnog Roger, Daughtry Chateau, Zack Sandmanson, Flip J. Fry, Mushu. Auf jeden Fall auch ganz interessant. Und dann sind wir auch schon bei den Daily Combo Masteries von heute angelangt. Hier haben wir als allererstes eine Kunst-Combo mit dem Boomhauer, den Vincent Van Boomhauer. Und den schauen wir uns jetzt gleich als allererstes mal an. Was kann der denn? Was kann der denn? Der Vincent Van Boomhauer. Das ist diese hier. Da haben wir einen Boomhauer. Und dann haben wir hier als einzige legendäre die Buzzsaw. Rechts kommt raus. Motivieren und alle lähmen. Also jetzt nicht so wirklich der Oberknaller. Elffach motivieren, elffach alle lähmen, das ist, ja, hier auch in der Mythic-Version nicht so berauschend. Wenn ich da 10% draufrechne, dann tut's mir leid, aber dann wären das 500 Gems wirklich in die Tonne gekloppt. So, dann haben wir hier die Peggy, die Fanatic Peggy als nächstes und da wird's jetzt noch schlimmer. Ja, wie ihr sehen könnt, einmal grau und einmal grün als Kombo-Möglichkeit. Und dann kommt auf der rechten Seite was raus. Da hast du dann Angriffspunkte mit hinzu, wenn eine Kombo gespielt wird. Und Cheers. Und das ist auch nicht so wirklich toll. Also, jetzt kommen wir aber zu einer, die ist schon ein bisschen spannender. Das ist die Mock Trial Louise oder Scheinprozess Louise. Und da gehen wir gleich mal runter. Erstmal extrem viele Möglichkeiten, die zu machen. Das ist wirklich einiges. So, es geht los mit der Quahog Preschool, Joff Community College, Heavy Haber Debater, Professor Lerner, Dr. Banjo, Professor Baxter, Mr. Front, Principal Shepard, Wozniak Nerd Academy. Dann kommen diese ganzen Epics. Dann sind wir bei der Vending School, Neil Goldman. Hier ist Starfington Academy, Mrs. Labon, Student Lucky und Dr. Cahill. Jetzt schauen wir mal, was auf der rechten Seite rauskommt und dann gucken wir mal, was hier die stärkste ist. Also hier haben wir eine Karte, die tatsächlich First-Hitter-Qualitäten hat. Hier haben wir schon mal 40 Schaden im First-Hit mit 23 Punch und 17 Angriff. Wir haben noch eine 17er-Bombe. Wir haben hier bei Job Community College hätten wir 42. Hier bei Henry Haber Debater schon bei 48. Gucken wir mal, ob wir irgendwas anderes noch finden, was mehr hat. Henry Haber Debater sind 48. Henry Haber Debater sind 48. Wow, okay, das ist der Mystic Gold, Neil Goldman, das ist klar. Immer noch Henry Haber Debater. Student Lucky hat hier noch 46, das ist auch mega viel. Ja, da gehen wir mal hoch, da jetzt im Henry Haber Debater und dann gucken wir mal da, wenn wir da jetzt 10% draufrechnen würden, dann wären wir da tatsächlich bei 26 Punch und 26 Angriff. Da bist du schon bei 52, dann machst du auch schon The Louise Blood, ne? Also natürlich nicht, wenn die hier schon so weit hochgepusht ist wie die da, die hat dann nämlich 63 Leben, wie ihr sehen könnt, aber immerhin, wenn sie noch ganz am Anfang ist, wie sie die meisten Spieler noch haben. So, also Mock Trial Louise auf jeden Fall einen Draw wert. Ich bin am Überlegen, ich brauche nicht mehr zu überlegen, wenn ich auf meine Steinanzahl schaue. Hier haben wir den Great 36 Bürokrat. Ja,
Und jetzt kommt das nächste schrottige Ding. Naja, gut, ist jetzt momentan halt hier wegen dem Rich BGE. Gucken wir mal. Gehen wir mal runter hier zum Hermes. In der legendären Version Hermes Conrad. Boah. 22 Mauer, 23 Angriff, 75 Leben. Dann haben wir hier 19 Leben, die noch mit hinzukommen. Also das Ding ist halt jetzt momentan, behaupte ich mal, fast unkaputtbar. Ja, halt so viel Mauer, so viel Schild dann, was man da bekommt. Das wäre ziemlich, 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 ziemlich crazy. Also 20% Schild wären hier tatsächlich 15-fach Schild. Wir haben 22er Mauer, das heißt, wir hätten 37 Schutz. Da musst du erstmal durch. Also, das ist schon echt hardcore. Diese Karte wirst du nicht wirklich klein bekommen. Aber ja, wenn du dann jetzt nochmal 10% draufrechnest da oben auf das Ding hier, dann wärst du schon bei 82. 82. Nochmal 10% drauf, das war 90. 90, dann da nochmal 20% Schilde, dann hast du 18er Schild. Das ist schon ziemlich übel. Das ist wirklich ziemlich übel. Plus hier noch diese Lebensanzahl, die noch mit hochkommt, wenn eine Combo gespielt wird. Aber ist halt einfach nur mega defensiv, ja. Also wenn du eine Karte auf dem Feld haben willst, die da lange Zeit einfach nur ja, rumliegt und dann ist das hier schon mega. Momentan zumindest mal absolut jetzt hier beim Rich BGE. Wenn der Rich BGE rum ist, willst du die nicht mehr spielen. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation 2 oder mit Miniman Live. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.